Nehmen wir mal den hier. Okay, wie fährst denn du da? Du hältst hier. Da. Und dann da. Das ist mir zu weit. Dann machen wir hier eine Haltestelle rein. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann nehmen wir im Grunde das Gebiet hier oben mit rein. Und haben dann hier über die Fahrt in die Mitte alles. Die würde ich dann aber abkürzen, und zwar indem ich den Halt hier rein mache. Und dann hier hätte ich gern hier unten noch mal einen. Also den erstmal weg. So, jetzt die Linie. Das ist, glaube ich, Linie 2, 4, 5. So, die 6 kommt raus. So, die 6 kommt raus. 5, 6. 7, die 8 kommt raus. 9, nochmal die 8 kommt raus. 8, 9, 10. Okay. Nehmen wir hier noch die schnelleren Straßen rein. Boah, jetzt will der. Einmal Kollisionsobjekt, bitte. Ich speiere kurz. So, in diese Stadt möchte ich mich, wie gesagt, mal noch nicht begeben, weil das ist ja eine der Staustädte. Was ist das für eine hässliche Farbe? Grau. Das sieht man nicht. Okay, da führt einiges zusammen. Bäh. Bäh, jetzt führt da alles rüber. Was ich aber nicht verstehe, hier ist er im Grunde ja auch Busspur. Das machen wir jetzt auch anders. Das setzen wir da rein. Und dann setzen wir nochmal ein extra hier rein. 4, 5, 6 raus. Dahin.
Okay, so können wir es machen. Linie 4, Takt. Okay, bei Linie 4 sind noch so kleine Busse, sind die voll? Hm, nicht so wirklich. Moment, wie alt seid ihr denn? Ein Jahr. Oh. Statt 15, ja. Ich fahre dann halt hier rüber, wo komplett im Grunde fast Stau ist. Oh, hier ist ja fast das Gleiche. Und ich setze jetzt hier den halt, das setze ich jetzt einfach mal hier hin, damit er auch endlich mal richtig fährt. Beide so und jetzt fahren beide so. Gut, viel machen kann man da jetzt nicht, weil. Na gut, das sind ja zwei Buslinien, die werden ja immer folgen. Die werden ja immer der Busspur folgen. Nee, geht anders gar nicht. Außer hier unten, da biegt er die dann ab und die andere fährt er dann geradeaus. So, du bist schwarz, schwarz, schwarz. Okay. Okay, wo führen wir sonst noch hin? Hier. Ja, genau, da geht die schwarze Linie hin. So, wie schaut es hier in Aalen aus? Auch nicht so prickelnd. Da machen wir jetzt mal Busspuren. Üschüschü. TGW kommt 81, okay. Okay, da haben wir, glaube ich, einiges an Einflussgebiet verloren oder noch nicht besetzt. So, Moment. Diese Haltestelle setzen wir jetzt hier drüben hin. So, dann kommt die nächste hier. Die machen wir hier eine, genau. So.
Müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Der kann dann im Grunde da hoch. Dann hier zurück und dann bauen wir jeweils hier vorne. Noch einen Halt ein. Schwarze Linie bitte. So, 6, 7, 8, die 9 kommt raus. 8, 9, 10, 11. Das ist falsch. Nach der 10 und nach der 5. So. Gut, werden wir mal gucken, wie sich das Ganze so verhält. Das machen wir mal ein bisschen schneller. Ich gucke jetzt einfach mal zum Beispiel auf Linie 7, die hat 1,3. Hier sind es 800.000 und 1,5. Lassen wir mal ein bisschen laufen. So, sehr schön, Diagramme und die Gleise. Nein, ich habe noch gar kein Logo hier. Das ist da bitte. So, das können wir hier ausschalten. Haben wir hier auch so eine Überholung drin. Hier steht einiges. Linie 2. Linie 3, Linie 3. Linie 3. Uiuiuiui. Okay, Linie 2 macht deutlich weniger Gewinn. Die machen bald gar keinen Gewinn mehr. So. Die fahren alle noch minus. Moment. Die Steinwaschstoff fahren minus. Die fahren ja nur 3, 7. Ja gut, die 300.000 können wir mal. Schauen wir mal drüber hinweg. Na gut, vielleicht. Moment. Vielleicht können wir hier mal sagen, wir ersetzen hier mal Stein. Wir ersetzen da mal ein paar durch kleine, am besten wo keine beladen sind, obwohl das wäre ja eigentlich egal. Ich würde sagen, wir machen Hälfte, Hälfte. Das kostet uns ja Gott sei Dank noch nicht so viel, weil die ja noch ziemlich neu sind. So, hier warten 53, 54 dazu kommt und der kann 90 aufnehmen. So,
So, der pendelt hier immer nur hin und her. Das ist dann ganz hier oben. Der macht auch ein Minus. Okay, da bleiben auch nicht so viele hängen. Deshalb werden wir hier auch mal einen kleinen einsetzen. Einfach weil wir dann die Hälfte an Kosten sparen. Bums. Und da unten könnte man im Grunde noch einen entlassen. So, was machen die Linien? 1,3 Millionen, 1,8 Millionen und 800.000. Okay, da hat sich. Oh, die weiße Lady. Da hat sich noch nicht so viel getan. Dann mache ich das mal kurz aus. Ja, genau, weil die sind auch mittlerweile im Alter. Wieso bremst der Zug? Denn ich habe gedacht, das wurde weggemacht. Okay, die sind voll. Sofort ersetzen, sofort ersetzen, sofort ersetzen. Okay, die sind alle voll. So ein paar kleine können wir ja noch drauf lassen. Okay, wir sehen fast 2 Millionen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Linie 2 ist sehr gefragt. Die werden wahrscheinlich voll sein ohne Ende. Ja gut, das bringt nichts. Dann müssen wir auf den großen Bus warten. Und was ist das denn? Das ist eine Bremsstelle. Haben wir das hier auch mal? Sehr schön. Dann könnten wir mal auch über eine weitere Zugstrecke nachdenken. Vielleicht auch mal eine Buslinie ersetzen. Auf Linie 7 hakt es ein bisschen. Die fahren nur 65. Okay. Ja, der muss jetzt halt zum Koko da hinterher fahren. Dann nehmen wir das hier. Nun reisen, das ist hier wieder. Oh, das ist eine Straße. Upsala. Entschuldigung. Verzeihung. Das habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen.
So, setzen wir mal ein paar Straßen, ein paar Querstraßen. Hier noch eine reinmachen. So. Sind wir auch ein bisschen fürs Stadtbild verantwortlich? Was hat sich denn mittlerweile herausgestellt? Okay, wir haben noch sehr, sehr viel kleine. Sangerhausen und Große Bottwar. Also gerade die zwei hier wieder. Die entwickeln sich irgendwie am besten. Das sieht man schon, Groß Bottwar baut hier schon auf den Berg hier hoch. Das ist wieder so ein Fleck. So, falls man das Kirchengedingel da im Hintergrund hört, entschuldigt das bitte. Oh, hier waren einige. Linie 360. Puh.